Shalom zusammen. Es wird mal wieder Zeit, einen Blick hinter die Kulissen der okkulten Unterhaltungsindustrie zu werfen, sowohl was die Filmindustrie betrifft, als auch die Musikindustrie, wo es erstaunliche Neuigkeiten gibt. Doch fangen wir zunächst mit der okkulten Filmindustrie an, indem wir uns einige Aussagen des Films Avengers nochmal etwas genauer anschauen. Im Jahr 2015 kam der zweite Teil von Avengers in die Kinos, der nach dem Bösewicht des Films benannt wurde, nämlich Age of Ultron. Dieser Ultron sagte im Film: Auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Und das sollte uns Christen doch sehr bekannt vorkommen, denn auch Jesus sagte in Matthäus 16, Vers 18 folgendes zum Apostel Petrus: Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Was bei Ultron allerdings der Fall war. Dieser sagte im Film außerdem: Wenn die Welt beginnt sich zu beruhigen, wirft Gott einen Stein auf sie. Und glaubt mir, er holt schon zum Wurf aus. Und auch diese Aussage von Ultron kennen wir aus der Bibel, vor allem aus dem zweiten Kapitel des Buches Daniel, wo der Prophet ab Vers 44 folgendes geschrieben hat: Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss. Das Königreich der Endzeit wird nämlich vom Königreich des Messias abgelöst werden, denn dieser Stein Gottes wird kein Reich der Welt standhalten können. Im zweiten Teil von Avengers spielt außerdem der Android Vision eine wichtige Rolle, der zu einem Mitglied der Avengers wurde. Er sagt in diesem Film über sich selbst: Ich bin nicht Ultron, ich bin nicht Jarvis, ich bin, der ich bin. Und auch das ist kein Einzelfall, denn auch Thanos, der Bösewicht des dritten und vierten Teiles, sagte in der englischen Originalfassung: Destiny arrives all the same, and now it's here, or should I say, I am. Nun, über diese Aussage, ich bin oder ich bin, der ich bin, habe ich vor kurzem bereits ein Video gemacht, weil das laut Bibel den Namen Gottes widerspiegelt. So heißt es im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14. Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Es ist kein Zufall, dass Verse aus der Bibel vor allem von Bösewichten zitiert werden, so wie auch der Name Gottes missbraucht wird, um Menschen durch falsche Helden zu unterhalten. Schauen wir uns noch ein letztes Beispiel der Filmreihe Avengers an, denn im dritten Teil fragte Dr. Strange den Star-Lord folgendes: Welchem Herrn dienst du? Welchem Herrn ich diene? Soll ich jetzt etwa Jesus sagen? Hier wird also sogar von Jesus gesprochen, der anscheinend nicht der Herr vom Star-Lord ist, da sich der wahre Held der Avengers im vierten Teil herauskristallisiert, nämlich Tony Stark alias Iron Man. So wird über das Ende von Avengers 4 berichtet: In Endgame Avengers 4 rettet Tony Stark alias Iron Man das Universum, indem er sich selbst opfert. Tony Stark war immer bereit, sein Leben zu riskieren, zu leiden und sein Leben für andere zu opfern. Der Superheld Iron Man hat also das ganze Universum dadurch gerettet, indem er sich selbst für das Universum geopfert hat, was nur eine billige Kopie der vollbrachten Tat von Jesus Christus ist. In Johannes 10, Vers 11 und im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 14 steht geschrieben: Ich bin der gute Hirte, sagte Jesus. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn, nämlich Jesus, gesandt hat, als Retter der Welt. Wir sehen also, dass sich nicht nur die Bösewichte der Marvel Comics über Jesus lustig machen, sondern auch die Helden, weswegen es hierbei um antichristliche Filme geht. Kommen wir damit in die Musikindustrie, wo es eine deutsche Hardrock-Metal-Band aus Saarbrücken gibt, nämlich Powerwolf. In ihrem Song Demons Are a Girl's Best Friend heißt es: Vergiss den Herrn und lass deine fleischliche Lust herrschen. Und wenn dein Schlaf in der Nacht heimgesucht wird, Mädchen, trau dich nicht, nach Kerzenlicht zu suchen. Denn im Dunkeln kommen die Dämonen als fleischliches Dynamit. Dämonen kommen nachts und bringen das Ende. Dämonen werden lebendig und übernehmen das Kommando. Dämonen sind die beste Freundin eines Mädchens.
Also ich habe selten einen Songtext gesehen, in dem das Wort Dämonen so oft vorkommt, was schon alles über die Geisteshaltung dieser Band aussagt. Schauen wir uns mal den Text des neuen Liedes von Billie Eilish etwas genauer an, dessen Musikvideo am 4. September auf YouTube online kam, wo sie fast 20 Millionen Abonnenten hat. So heißt es in ihrem Lied All the good girls go to hell. Alle guten Mädchen gehen in die Hölle, denn auch Gott, selbst sie, hat Feinde. Sie wird den Teufel in ihrem Team haben wollen. Jetzt gibt es nichts mehr zu retten. Mein Gott wird mir etwas schulden. Mein Lucifer ist einsam. Und so etwas begeistert heutzutage vor allem die Jugend, deren Persönlichkeit durch solche Vorbilder natürlich negativ beeinflusst wird. Und direkt am Anfang des Musikvideos wird gezeigt, wie Lucifer auf die Erde fällt, wo er sich angeblich einsam fühlt. Nun einsam wird Lucifer der Teufel im Feuersee nicht sein, denn der Teufel, der die Menschen verführt, wird eines Tages in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo der Teufel dem Antichristen und dem falschen Propheten Gesellschaft leisten darf. Kommen wir damit zu einem der erfolgreichsten Rapper überhaupt, nämlich zu Kanye West, der laut seinem Song Eyes Closed ebenfalls seine Seele dem Teufel verkaufte. Doch Kanye West hat sich in den letzten Monaten sehr verändert, weswegen er US-Präsident Donald Trump nicht nur seinen Bruder nennt, sondern außerdem ein neues Album produziert hat, das tatsächlich eine Verherrlichung des Christentums sein soll. Deswegen nannte Kanye West sein neues Album auch Jesus is King, also Jesus ist König. In einem Artikel vom 1. August wurde Folgendes berichtet. Nicki Minaj sagte, Kanye West habe ihr gesagt, er sei ein wiedergeborener Christ. Manchmal glauben wir im Musikgeschäft, dass andere Künstler nicht an Gott glauben oder nicht so spirituell sind. Weil ich gerade mit Kanye zusammen war und er mir sagte, dass er jetzt ein wiedergeborener Christ ist. Wie mein erster Instinkt war, ich bin so stolz auf ihn, weil ich sehen konnte, dass es einen Frieden gibt, den er jetzt hat, der einfach alles übertrifft. Jedes einzelne Lied dieses Albums soll christliche Elemente beinhalten, weswegen wir gespannt sein dürfen, ob sich Kanye West wirklich bekehrt hat, was auf jeden Fall eine große Überraschung wäre. Das neue Album Jesus is King soll offenbar im September erscheinen, also diesen Monat, und zwar am 27. So Gott will, werden wir dann in einem weiteren Teil im Oktober über dieses Album berichten und ob es wirklich christlich ist und ob Kanye West wirklich Frieden in Jesus Christus gefunden hat. In Galater 6, Vers 14 und im 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 16 steht geschrieben, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Und auch der US-amerikanische Musiker Brian Welch war Gründungsmitglied der Metalband Korn und deren Leadgitarrist, bis er 2005 die Band verlassen hat, nämlich wegen Jesus. In einem Artikel vom 20. Juni 2016 heißt es, Korn, Brian Head Welch, verließ die Band, fand Jesus und hat fast alles verloren. Im Jahr 2005 schockierte Brian Head Welch die Metal-Welt, als er auf dem Höhepunkt seiner Bandkarriere Korn verließ. Der Gitarrist verließ die Band, weil er Jesus gefunden hatte und sein Leben seinem Glauben widmete. Der Glaube kann in der Tat Berge versetzen, Menschen verändern und uns das ewige Leben schenken, wenn wir an den glauben, der unsere Sünden ans Kreuz getragen hat, damit wir durch ihn, mit ihm und für ihn leben, so wie es auch der Apostel Paulus getan hat, der in Kolosser 1, Vers 21 Folgendes geschrieben hat. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Paulus war, ist und bleibt seit seiner Bekehrung ein Vorbild und so hoffen und beten wir dafür, dass viele Menschen in der Film- und Musikindustrie ebenfalls Vorbilder werden, und zwar Vorbilder, die Jesus Christus folgen, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Amen.